Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Craft Attack 5 zusammen mit Baumnuss. Hallo, ich bin hier, der Baumnuss. Hi. ein Apfel. Ah, voll glücklich, voll der Glückspilz. Ja, hier, 19 Stück. Voll der Glückspilz. Wieso schenkst du mir eigentlich die ganze Zeit Pilzen? Leute, wir sind wieder zurück in der Zimbatze, in der Base von Zim. Also von mir und Zinus. Und da habe ich ja beim letzten Mal diese Eisengolem-Farm gebaut, aber es hat sich noch mehr getan. Und das würde ich mir jetzt erstmal mit euch gerne angucken. Einmal in die Runden reinspringen. Und dann, ist das sicher? Ja klar, also safe sicher. Du hast wahrscheinlich angenommen, ich nicht. Weil ich gut im Landen bin. Okay, was hast du hier alles gemacht, Zinus? Führ mich doch mal rum. Also, ich habe gemaked hier eine Enchantment-Ecke. Wir haben jetzt einen Level 30 Enchanter hier. Genau. Also, falls wir Level haben, können wir hier auch Sachen enchanten. Zum Beispiel, wenn du stirbst und ein gutes Schwert brauchst oder ein bisschen Rüstung. Ja, das ist ja auch schon passiert. Kannst du einfach kurz hier hin und dann kannst du enchanten. Ich sterbe generell nicht. Ja, das ist okay. Nice. Und was habe ich noch gemacht? Warte, ich habe am Lager weitergearbeitet von uns, ne? Das ist wirklich weiter jetzt schon. Ich weiß nicht, hast du es überhaupt schon mal gezeigt? Ich habe das schon mal in einem Livestream gezeigt, aber ich glaube noch nicht im Video. Zinus hat ein kleines Lager gebaut. Also man sieht wirklich, es ist sehr klein. Man sieht, es ist Obst im Haus. Und hier sind auch, jo Alter, was ist das denn für ein Speedy-Skelett, ey? Nee, also wirklich, sieht richtig geil aus und da haben wir auch erstmal genug Platz für alles, was wir so brauchen eigentlich, ne? Ja, also ich glaube, es können über 200 Sachen hier jetzt mittlerweile schon gelagert werden. 200 es ist verschiedene, noch nicht 200 insgesamt, ne? Da sind ja nur 4, 5, 6 oder so. Ja, ja, 200 verschiedene Sachen. In diesem Lager können wir 4 Stacks Cobblestone lagern. Ja, also übelst viele Kisten, aber alle nur attrappen. Attrappen. Nein, und Spaß. Natürlich, man sieht, es ist Redstone im Haus. Ja, es ist so. Redstone in der Hood. Wollte ich vielleicht auch nochmal ganz kurz zeigen. Das ist auf jeden Fall so. Und viel, viele Eisen, viele Hopper und so weiter habe ich gemacht. Ja. Und dafür brauchen wir natürlich auch die Eisenfarm, damit dieses Lager hier noch fertig werden kann. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Weil irgendwann sind natürlich meine Eisenressourcen auch erschöpft. Aber ja, mit deiner Farm kriegen wir das hin. Also das mit der Farm. Wäre, glaube ich, super. Und die bauen wir heute auch zu Ende. Wir werden heute versuchen, einen Villager irgendwie da reinzubekommen. Das ist natürlich Glückssache. Es ist natürlich hauptsächlich Glückssache. Deswegen ist der Main Goal unserer Folge heute, dass wir die Killing Chamber unten einbauen, dass die Eisengolems, wenn sie den Spawn auch unterfallen, dass Hopper das transportieren und dass wir da unten Kisten haben. Dafür brauchen wir natürlich noch Hopper. Falls wir hier kein Eisen mehr haben, hätte ich zu Hause ich habe noch was. Ich habe noch Eisen und Hopper. Also es kommt darauf an, wie viele brauchst du denn? Nicht so viele, so 10 oder so. Hopper. Ja, okay. Das ist ja alles easy. Ich habe sogar noch Kisten und so weiter. Kann ich direkt mal vorbereiten. Für das zweite Ziel, also eben einen Villager zu bekommen, braucht man natürlich noch andere Sachen. Dafür habe ich dir jetzt ein bisschen was mitgebracht und wir haben in deiner Folge schon was gebaut, was ich hier an dieser Stelle nicht zeigen werde. Wenn ihr das sehen wollt, müsst ihr rüber zum Zinnutz gehen. Das werde ich aber gleich nutzen, ne? Genau, du wirst es gleich nutzen, aber ich werde es nicht zeigen. Okay, alles klar. Ist ein bisschen gemein vielleicht, aber das kriege ich hin. Auf jeden Fall rübergehen, wenn ihr sehen wollt, wie genau das aussieht. Aber ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal, dass wir die Farm zu Ende bauen. Also, dass wir da den Todesgedöns bauen. Mhm. Und das machen wir oben. Und zwar hier. Aber, Tinus, es ist Nacht. Okay, dann deswegen, müssen wir auf die Suche. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, dass wir direkt einfach mal auf die Suche gehen. Ich würde einfach auf dieser Insel hier suchen. Tinus! Ich hab einen. Du hast einen gefunden? Wo? Direkt vor der Butze. Direkt hier vorne, vor der Butze? Beim Feld. Ja, aber hier ist so viel Zeug auch noch, dass ich mich da jetzt gerade nicht hintraue. Da unten ist ein Zombie-Villager. Aua. Wir müssen den irgendwo einsperren und vielleicht den Nametag versehen. Ja. Renate, komm. Renate, mach doch mal jetzt. Hier. Kommen Sie hier rein. Hier. Ja, perfekt. Kommen Sie hier rein. Genau. Nein. Geht er zurück. So. Renate ist festgenommen. Zinus hat alles alleine gemacht. Ich habe gesagt, ich brauche Zinus Hilfe, weil bei sowas bestelle ich mich immer mega dumm an. So, ich guck mal direkt, ob wir Nametag oder sowas haben. Nametag haben wir sehr wahrscheinlich nicht. Ich würde die direkt umwandeln. Ja, direkt umwandeln geht natürlich auch. Was brauchen wir dafür? Ich habe Goldäpfel. Ja, ich muss nur ein Spinnenauge noch haben. Ja, habe ich für dich. Hier, warte, ich leg das hier oben hin. So, Spinnenauge ist hingelegt. Ich komme gleich zurück. Klim! Zinus! Wo ist die Bertina? Nicht aufbauen, ne? Die kann verbrennen. Natürlich baue ich die auf. Wo ist denn die Bertina? Hier drin, hier. Ich glaube, wir können das hier safe aufbauen. Also das konnte man schon mal safe aufbauen. Hier. Also hier. Da. Okay, das passt. Hier, ich droppe dir jetzt, was du ihr geben musst. Okay. Einmal werfen, das andere rechtsklicken. Erst werfen, dann rechtsklicken? Ja. Abgeworfen.
Ja! Ja! Funktioniert! Sinus. Es funktioniert! Müssen wir ein bisschen warten, bis die Bettina wieder voll am Schlüssel ist. Ich ja, sagen, das kann ein paar Minütchen dauern. Währenddessen können wir eigentlich anfangen, das zu bauen, oder? Kann man die einfach allein lassen? Weiß ich nicht. Ist dann alles cool? Ah, nee, ich kann da bleiben, wenn du möchtest. Oder? Ja, wir brauchen dann eigentlich nur, also wurde das andere auch flott gebaut eigentlich. Ich brauche eigentlich nur ein paar Hopper. Dann könnte ich das andere schon mal bauen. Ja. So, ich bin jetzt hier unten und hier unten muss natürlich auch wieder was gemaked werden. Die Frage ist, ich würde hier gerne das Fenster haben und hier müssten die auch sterben. Es tut mir leid, dass ich das so direkt sagen muss, aber... Oh. Okay, die müssten hier sterben, weil weiter runter geht leider nicht. Und dann könnten wir hier irgendwo das Ding jetzt bauen. Genau, das ist doch schon mal ein guter Plan. Hier muss jetzt der Hopper hin, quasi, der die ganzen Items, also die Skeletypis lassen ja was fallen und deswegen geht das da alles in den Hopper rein. Und hier geht das dann entsprechend noch so rein. Jetzt, wo wir hiermit fertig sind, können wir schon fast das hier vollenden, aber vorher möchte ich natürlich hier noch die Kiste anschließen. Ich baue die Kiste jetzt einfach mal, A, weil wir nicht so mega viele Hopper haben, hier unten hin und B, weil wir wahrscheinlich auch noch was ändern werden vom Standpunkt der Kiste, werde ich die Kiste erstmal hier hinbauen. Also, weil wir noch nicht genau wissen, ob wir die Kiste jetzt ins Lager packen oder nicht. Und ich sehe schon, ich habe einen fatalen Anfängerfehler gemacht, aber das ist nicht so schlimm. Den kann ich leicht korrigieren. So und so. Dann sind wir damit schon mal fertig. Und hier können wir dann im Endeffekt gleich die Kiste hinstellen. Die muss ich jetzt auch mal direkt holen. Außerdem brauchen wir noch ein paar Schilder und noch ein bisschen anderen Stuff. Und ich komme damit jetzt erstmal gleich wieder. So, dann sind wir hiermit schon fast fertig. Hier können wir dann, ich habe die Truhe natürlich mitgenommen, können wir dann eben die Truhe hinpacken. So, und dann packen wir hier, nicht in den Hopper, sondern so an den Hopper dran. Packen wir das hier alles. Und dann können wir hier später so ein kleines Fenster haben. Wobei wir müssen, eigentlich geht es nicht. Ich hätte gerne, aber eigentlich geht es nicht, weil hier kommt ja Lava rein. Und das Problem ist, dass wir ja irgendwie wieder raus müssen. So, die Lava muss jetzt... Es muss 2 Blöcke Platz sein, richtig? Weil die Eisenbohlen jetzt ja 3 Blöcke hoch sind. Ja. So, deswegen mache ich hier direkt auf meinem Kopf quasi, auf meinen Nacken, mache ich hier Schilder hin. So, damit die Eisengolems dann hier runterfallen, hier in der Lava sterben und das Zeug runterdroppen. Und das war's auch schon. Das ist schon die Killing... Ich wollte gerade hochspringen und hochfliegen und hab mit dem Fisch rechts geklickt. Hat nicht so ganz geklappt. Naja, so. Das finde ich gut. Es wird gerade schon wieder Tag, sagst du? Nee, Nacht wird's gerade. Wir könnten uns eigentlich direkt auf den Weg zum zweiten Villager machen. Also vielleicht einen nochmal suchen. Ja, wir könnten direkt nach uns. Das hast du sehr schön gesagt. Und da haben wir einen Villager schon drin. Ich habe eben auch das Achievement bekommen. Zombie-Doktor. Sehr geil auf jeden Fall. Deswegen würde ich einfach sagen, wir suchen jetzt einfach einen zweiten. Und ja. Bis es Tag wird. Und wenn es das nicht geht, dann machen wir halt das Ding zu Ende. Was machst du hier? Eine Villager-Farm. Aha, clever. Okay, Zinnutz. Schade! Es wird gerade Tag, das erstmal zuerst. Und zweitens, meine Elytra ist eigentlich kaputt. Broke. Also, Brock. Broked. Okay, ich dachte, da wäre einer, aber das war nur ein Creeper mit Weird Lighting Glitch. Warte, ich bin den Kill, ich brauche Erfahrungspunkte. Gib mir für Elytra. Oh, geil, danke. Du kannst hier einfach durchlaufen, hier liegt überall liegen hier Erfahrungspunkte. Oh ja, voll gut. Ja, dann kann ich die Elytra wenigstens noch ein bisschen reparieren, weil ich muss ja gleich noch irgendwie zur Mobfarm kommen im Nether. Ich frage mich gerade, wenn wir den jetzt ausbauen, der läuft ja immer zum nächsten Dorf. Das hier zählt ja eigentlich auch schon als Dorf. Ja. Glaubst du, der läuft dahin, wenn wir den ausbauen? Theoretisch eigentlich schon. Wollen wir es testen? Let's test it. Vorsicht! Komm, Villager. Nein! Oh Gott, er muss ihn nur einmal berühren, dann geht er wieder zurück. Echt? Na? Ja. Und das war also sehr knapp. Wo geht denn der jetzt hin? Fritz Villager. Günther, da hinten ist dein Haus. Dein Haus ist da hinten. Ich versuche so gut es geht zu verteidigen. Villager. Villager sind so kacke. Aha, er kommt, er ist oben. Ja, was ist da los? Er will, warte. Ja, sehr schön, ja. Ich habe keinen Zaun mehr. Ich habe noch einen. Ja, puh. Oh, Fritz Günther, der dritte, Nummer 2, ist endlich hier drin. Die Frage ist, können die Villager so weit schlagen? Muss ich hier nochmal eine Reihe draufsetzen? Ich mach. Ja, muss nicht mit Glas. Nee, ich hab aber nur Glas. Ist übel die Verschwendung, aber ja, dann mach. Egal, würde ich sagen. Egal. Das Glas kann ich wieder abbauen mit Zilklatsch. Das stimmt, das so. Stimmt, ja. Nice. Ich möchte auch mal gucken. Oh, oh. Oh, shit. Okay. Ja, gut. Das ist cool. Ich würde sagen, wir haben Qualitätsblätter. Hier. Nice, okay. Da können die Mobs jetzt reinfallen. Ich mach mal hier wieder zu. Ja. So.
Und dann haben wir hier rein theoretisch bald eine funktionierende Eisenfarm. Es fehlen wirklich nur noch die Villager und dann geht alles easy. Und alles müsste dann rein theoretisch hier in die Truhe kommen. Da ist auch schon ein Cobblestone drin. Siehst du den Block noch? Welchen? Den Ghost Block? Ja, er ist exakt, wenn du jetzt mich schlägst quasi. So, sehr gut. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's dann aber mit der Folge. Wir haben wieder tatsächlich viel geschafft. Wie heißt sie? Wer? Wir haben einen neuen Mitbewohner auf der Zim-Insel. Renata. Ja, Renata. So, sehr, wir haben sehr wichtig. Auf jeden Fall Renata mit am Start. Wir müssen die eigentlich noch benennen. Und dann, keine Ahnung, ich denke mal, so ein Villager-Dorf wäre eigentlich gar nicht so blöd, wenn wir so irgendwo in unserer Zimbase so einen kleinen Bereich hätten, wo ein paar Villager einfach leben und wo wir mal so traden Shops könnten und oder so. Ja, genau, das ist eigentlich cool, ja. Könnten wir eigentlich nochmal, ich habe noch nie was mit einem Villager gemacht, von daher wäre das vielleicht auch nochmal ganz kannst du den Glasblock da kurz abbauen? Danke. Hör mal auf, mich auszulachen. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir in einer der nächsten Folgen. Können wir das direkt machen und dann haben wir, können wir die Eisenfarm direkt aufladen. Ja. Und ich falle jetzt nicht nochmal da unten rein, ziehen es schon. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge von Minecraft Craft Trick wieder. Bis dann, haut da rein und ciao. Tschüss.